Nachdem ich das Let's Play zu Final Fantasy IV abgeschlossen habe, möchte ich heute mal über eine Theorie reden, die mir nach dem Let's Play in den Sinn kam. Was wäre, wenn Cane Highwind, einer der wichtigsten Charaktere im Spiel, gar nicht aus der Welt, in der Final Fantasy IV spielt, stammt, sondern aus der Welt von Final Fantasy II? Vorab sei gesagt, dass ich auch auf Story-Details eingehen werde. Wer das Spiel noch nicht kennt und nicht gespoilert werden möchte, sollte jetzt abschalten. Kommen wir erstmal zu offensichtlichsten Punkten der Theorie. In einer Rückblende sagt Cane, dass er der Sohn von Richard Highwind, dem Anführer der Dragoons ist. In Final Fantasy II gibt es einen Charakter namens Richard Highwind, beziehungsweise in der deutschen Version Richard von Hohenwinden. Dieser ist auch Anführer der Dragoons. Wie wir wissen, ist Cane auch ein Dragoon, beziehungsweise in der deutschen Version des Spiels Dragoner genannt. Klar, das kann nur Zufall sein. Aber kommen wir mal zurück zu Final Fantasy II. Das erste Mal, als man nach Dyst kommt, trifft man eine Frau und ein Kind. Die Frau ist Mutter des Kindes. Wie wir im Bonuskapitel des Spiels erfahren, heißt dieser Junge Cane. Jetzt kommen wir zu dem Punkt der Theorie, der sie etwas entkräftet. Die Frau erzählt uns, dass ihr Mann im Kampf gegen den Imperator gestorben ist. Das heißt, Richard Highwind ist nur der Adoptivvater von Cane. Und nicht der richtige Vater. Ein nächster Punkt ist die Haarfarbe. Der Cane aus Teil 2 hat blonde Haare, der aus Teil 4 auch, was wir in der Endsequenz des Spiels sehen. Des Weiteren verspricht der Cane aus Final Fantasy II Richard, dass er später auch ein Dragoon werden will. Er hat also das Versprechen eingehalten, das er seinem Adoptivvater gegeben hat. Ein weiterer Punkt, der Theorie bekräftigt ist, dass Cane und seine Mutter Dyst verlassen, da sie zu viele schmerzvolle Erinnerungen mit diesem Ort verbinden. Das heißt, sie haben Dyst verlassen und kam daraufhin wohl nach Baron, den Schloss aus Final Fantasy IV. Zu guter Letzt gibt es im gesamten Spiel nur zwei weitere Dragoons, und diese leben in Baron. Was heißen würde, dass Cane die in Anführungszeichen Lehre der Dragoons nach Baron gebracht hat. Daraus lässt sich schließen, dass die beiden Welten irgendwie zusammenhängen. Vorausgesetzt, die Theorie stimmt. Was haltet ihr von der Theorie? Haltet ihr sie für wahrscheinlich? Teilt es mir in den Kommentaren mit!